Heute mal eine Runde QSG. Bin ziemlicher Noob, also ich spiele normalerweise so gut wie gar kein Minecraft und erst recht kein Survival Games, aber wir werden einfach mal unser Glück versuchen. Man nennt mich auch den Abstauber. Chuchu! Komm her! Hallo! Oh mein Gott! Nein! Oh mein! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das lief schon mal sehr gut. Uiuiui, was eine schöne Map! Ich spiele einfach mal ein paar Runden und mal schauen. Vielleicht ist es ein bisschen interessanter und nicht so eintönig wie einfach nur das normale Let's Play. Oh. Eisen und Schwert. Komm her, mein Süßer. Okay, das war ein bisschen knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay, ich bin ein bisschen... Ich habe ein bisschen Angst. Ich spiele jetzt gerade... Ich habe... gerade mal wieder ein anderes Texture Pack, zumindest hier jetzt im PvP, ich weiß nicht, ob ich das bei dem Let's Play jetzt auch weiterhin benutzen oder ob ich das jetzt benutzen werde. Aha, wir schon. Wow. Okay, letzte Runde nicht, aber diese habe ich im Blut, ich schaffe das. Habe ich das Gefühl, dass ich nicht sprinte. Ich fühle mich so langsam. Es fehlt mir noch ein Helm. Wir waren schöne offene Maps. Sehr ungewohnt. Wenn ich mal Multiplayer gespielt habe, dann war es, wenn... normales Survival Game. Oh. Oh, scheiße. Nein. Nein. For fuck's sake. Warum? Zoff! Mann! Okay, wir versuchen es nochmal mit einer normalen Runde. Survival Games, vielleicht klappt das ja besser als die Quick Survival Games. Ich habe immer noch das Gefühl, ich sprinte nicht. Komisch. Haben die Sprinten irgendwie um einiges verlangsamt oder warum kommt mir das so komisch vor? Ja. Ah, mein erstes Video hat mittlerweile jetzt schon ganze 30 Aufrufe. Ne, nicht ganz 30. Ich glaube etwas mit 20, so um den Dreh. Aber das ist auch schon mal nicht schlecht. Dafür, dass ich nur 4 Abonnenten habe und zufällig Leute auf meine Videos stoßen nach 20 Stunden, 24 Stunden. Ist das schon nicht schlecht und... ich würde mich freuen, wenn ich jeden Tag so viele Klicks dazu kriegen würde. Ich habe auch schon meinen zweiten Part des Let's Plays hochgeladen. Und ich freue mich immer wieder auf neue Kommentare und Feedback und Verbesserungsvorschläge. Ich bin für alles offen. Ich will für euch bessere Videos machen. Oder persönlich einzuschätzen, was man vielleicht besser machen kann, ist immer... bisschen anders, als wenn jemand anderer einem ein paar Tipps gibt oder einem sagen kann, hey, das und das ist vielleicht nicht so gut, vielleicht kannst du ja darauf mal achten. Und ich bin so tot. Ja. Ich bin so tot. Ja.
Wow. Neue Lobby, neuer Versuch und neues Glück. Ja. Ich bin ein ziemlicher Noob auch. Ich schaff's irgendwie nicht, die Truhen am Anfang mal vernünftig zu kriegen. Geschweige denn überhaupt ein bisschen zu überleben und irgendwas. Also ich habe immer das Gefühl, ich krieg echt schlechte Sachen. Ich weiß nicht warum. Ich habe einfach kein Glück in dem. In dem Items finden. So. Geht's denn hier weiter? Ja. Okay. No. Ui, wo sind denn die Kisten da unten? Ich werde es wie gewohnt wahrscheinlich nicht schaffen, irgendeine Kiste zu kriegen. Aber ich sehe da schon eine, dann laufe ich einfach mal dahin. Oder. Sieht so aus, als ob eine Menge dahin wollen. Nämlich eventuell. Ja, wie ich es vorausgesagt habe, aber. Naja. Mein Gott, hier sind überall Menschen. Okay, somit kann ich mich schon mal einsperren für den Anfang. Wo ist die Action? Ich brauche Action. Oder da kommt einer. Ist die Frage, kann ich den töten? Oder hat er bessere Ausrüstung? Ich habe es nicht gesehen. Oh nein, er hat schon. Oh mein Gott, nein, ich hätte einfach nicht hingehen sollen. Oh fuck it. Lauf, 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 lauf. Nein, oh mein Gott. Oh scheiße. Okay, diesmal nicht in die Mitte, sondern direkt woanders hin. Aber wohin am besten? Oder versuche ich nicht. Ich will es versuchen, aber mein Kopf sagt nein. Mein Körper sagt ja. Aber. Ich lauf da an. So. Komm schon. Kiste. Wo bist du, Kiste? Fängt schon wieder gut an. Sehr viele Kisten gefunden. Und da sind noch mein. Okay. Planänderung. Das sieht mir sehr verdächtig aus, aber. Besser nicht. Oh Gott. Komm schon. Kiste! Nein! Okay, tot, Kiste! Lauf, schwimm! Oh, er verfolgt mich nicht. Okay. Und wieder in die andere Richtung am besten. Ich weiß schon, warum die immer auf mich gehen. Entenfleisch schmeckt gut. Also nicht, dass ich schon mal Ente gegessen bin. Kiste. Leere Kiste. Irgendwie wird das nichts. Nope. Dieses Spiel hasst mich wohl echt. Und der läuft mir immer noch hinter der Kiste. Nein. Warum lässt er mich nicht in Ruhe? Nein. For fuck's sake. Wand. Okay. Timing. Nein. Ah. Okay. Letzte Lobby.
letztes Spiel. Ich hoffe mal, diesmal habe ich ein bisschen mehr Glück als die letzten Male. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber irgendwas mache ich falsch. Ich muss echt sagen, dieses Spiel, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es schon echt nicht mehr schön. Also, ich versuche mich ja dran zu gewöhnen, aber diese Grafik ist echt Minecraft halt, aber irgendwie kann ich mich nicht damit anfreunden. Freue ich mich auf meinen neuen PC, wenn ich Shader spielen kann, mit Shadern spielen kann. Und dann endlich schöne Grafik habe. Beziehungsweise es ist einfach heftig, was ein Unterschied so ein Shader macht. Wenn man sich so Videos anschaut, man so sieht Leute, die mit Shadern spielen und man sich das Texture Pack holt, weil man denkt, das sieht gut aus. Und dann im Nachhinein bemerkt, oh, das sieht so crappig aus wie die ganzen anderen Shader, Texture Packs auch. Nur durch die Shader wirkt es einfach um einiges krasser und dann denkst du nur so, wow, okay. Dass das so viel ausmacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja. Ach ja, gut, dass da schon direkt ein Team ist. Das freut mich doch. Okay, ich kann mich eigentlich schon direkt verabschieden, weil ich genau weiß, dass diese Runde dann nichts wird. Ah, mein Gott, ein Schwert. Oh mein Gott, ein Schwert. So. Woo! Ein Kill. You dead, Nigga. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Fall! Nigga. Fuck! Na! Oh mein Gott! Ich bin so schlecht.